Na, mir ist aufgefallen, dass ich noch nie darum gebeten habe, mich zu abonnieren. Mach mal, denn dann habe ich 400k, weil, wie ging das nochmal? Hier, bla, so viele haben mich nicht abonniert von meinen Zuschauern. Macht halt einfach 400.000 Abonnenten voll, okay? Und schreibt mir mal in die Kommentare, was euch so für schlechte YouTuber Entschuldigungen oder Statements einfallen. Ich will da so eine Top 10 draus machen. Shirin David, Freunde. Viele Abonnenten, viele Klicks und viel Image. Aber das bröckelt im Moment so ein wenig. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass besagtes Image in ungefähr so Fassade und Plastik ist, wie ihre Boxinhalte. Natürlich, völlig klar. Also, jetzt mal ohne Flachs hier. Wie im Herrgottes Namen kann man auf den Trichter kommen, eine Plastiktüte als Boxinhalt zu verscherbeln? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Aber um fragwürdige Entscheidungen soll es gar nicht gehen. Also ja doch, aber nicht um diese. Das ist ein alter Hut. Das wäre jetzt quasi Recycling. Erinnert ihr euch noch, als Shirin damals ihren AMG abgegeben hat? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Was heißen soll, ich sülze euch die Ohren voll, bis ihr euch fragt, wann er so endlich mal die Futterluke verdichtet. Und ihr sitzt vor dem Monitor und nickt mit dem Kopf und denkt euch, ja, hat er einen Punkt. Oder aber, sollte sich der ein oder andere Shirin-Fan in meine Gefilde verirrt haben, auch schon tippbereit Empörung über meinen Neid auf sie in die Kommentare pusten, orthografisch akkurat wie mit einer abgesägten und verbundenen Augen auf die Tastatur gefeuert. Irgendwie wird es schon als Unmut verstanden werden. Ne? Ich hab's schon vor meinen Augen. Schweigen Sie still, Sie dir einen Spross. Ihr Antlitz bringt mich dem Speie nahe. Schön, damit hätten wir auch mal provisorisch Fans verunglimpft, um sie noch wütender auf mich zu machen. Ne, das haben wir abgehakt. Jedenfalls hat Shirin ein paar Monate, nachdem sie ihren AMG frisch gekauft hat, gemerkt, das Ding, das schluckt wie eine Blauwalmutter. 80.000 Liter. Das wiederum ist fast so viel, wie Ron Bilecki in seiner Höchstzeit in einem Monat weggebechert hat. Ich trage vor, während viele YouTuber sich für den Klimaschutz stark machen, sind unter den Rappern eher wenige dabei, die hiermit anpacken. Shirin David wurde in einem kurzen Interview zu Fridays for Future gefragt und was sie denn für den Klimaschutz machen würde. Sie verrät, dass sie aktuell ihren AMG abgegeben hat, da sie auch etwas für den Klimaschutz machen möchte. So sagte sie, dass sie ja auch selber zu den Fridays for Future Demos gehen wollte, jedoch wäre sie einfach nicht dazu gekommen. Ja, Zapperlot, wenn man so beschäftigt ist, seine Kohlen zu zählen, bleibt sowas halt mal auf der Strecke. Das kann ja mal passieren, ne? Aber wieso bin ich jetzt überhaupt so ein fieser Kerl zu ihr? Die scheint doch wirklich gute Intentionen zu haben. Ja, sie hat was Gutes gemacht, so sich für das Klima einsetzen, ist ja begrüßenswert. Warum auch immer sich das innerhalb von ein paar Monaten so gewandelt hat. Ich meine, der AMG war ja noch relativ frisch gekauft. Also sich einen viel zu viel Liter verschluckenden Schluckspecht als fahrbaren Untersatz anzuschaffen, um direkt danach zu verkünden, weg mit die Vieh, das hat auf mich auch damals schon so ein wenig sass gewirkt. Ne? Ich persönlich wollte ihr damals natürlich nichts unterstellen, deswegen habe ich meinen Schnabel dazu gehalten. Glaube ich zumindest. Es kann sein, dass ich drüber geredet habe. Als ich das gemacht habe, habe ich es vergessen. Jetzt vor kurzem aber. Naja. Was ist da passiert? Ihr Statement dazu war: Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Tiefgründig. Von welchen Zeiten redet sie hier? Ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Sie wusste doch sicherlich, dass die Medien rotieren, wenn sie so etwas mutmaßlich Selbstloses und Gutes tut. Klimaangelegenheiten sind wichtig. Und Berichterstattung über gute Sachen, die ich getan habe, ist gute Promo. Und das für lau. Könnte es sein, dass das möglicherweise etwas mit dem Album-Release im selben Monat zu schaffen hatte und zur Selbstbeweihräucherung diente, um sich ein wenig ins Gespräch zu bringen, ein bisschen Cheap Applause zu kassieren, gerade weil das Klima eben so ein aktuelles Thema ist. Ich glaube, da hat man schon mal irgendwo drüber geredet aktuell. Und dass man mit sowas garantiert ziemlich gut fahren würde. Ja, nee, das wäre absurd. Da würde ja auch keiner drauf reinfallen. Jeder hat ihr das abgekauft. Gut, fast jeder. Ich sehe schon die Kommentare. Pah, ich nicht. Ne? Ja, gut, dann nicht jeder, okay? Also, versteht mich nicht falsch. Ich rant hier nicht darüber, dass sie dieses Auto fährt. Wenn sie das machen will, mach doch, ne? Fahr halt so eine Schleuder. Das ist zwar durchaus debattierbar, aber das ist halt kein eigenes Video wert. So, es ist halt ihre Entscheidung, wenn sie es machen will, da geh mir nicht auf Eier und mach halt. Ja? Aber diese Heuchelei,
sich als ach so umweltbewusste Influencerin zu inszenieren, wenn man gerade mal davon profitieren kann und nachdem man die Promo für den Release abgesahnt hat, auf alles zu sprühkoten, ja, das kotzt mich an. Es kotzt mich an. Genau wegen solchen Moves ist es mir unangenehm, als Influencer bezeichnet zu werden. Gerade wenn Leute anwesend sind, die nicht so große Berührungspunkte mit dem Internet haben. Weil Influencer, wenn man auf einige der Größten schaut, auf einige Aushängeschilder zu einem Synonym für unangenehm profitgierige, selbstdarstellerische, heuchelnde Eigenbeweihräucherungszeremonien abhaltenden Witzfiguren verkommen ist. Jetzt kommt aber der Kicker. Sie macht gerade ordentlich Schlagzeilen damit. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass sie neue Musik angekündigt hat und dass das Eistee, ich meine das zuckerige Zuckerpampe-Business, auch mal bessere Tage gesehen hat? Könnte sein. Eigentlich würde ich mir diesem Spekulatius hier verkneifen. Aber man hat auf jeden Fall nach diesen Sachen schon mal Grund, sich Gedanken zu machen. Negative Promo ist nämlich auch Promo. Immerhin ist ihr Lebensmotto, hat man seinen Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wundern würde es mich nicht. Sie bringt ja im Moment wirklich einen Klopper nach dem anderen. Guck mal, ich habe übrigens vegetarisch oder vegan gelebt. Und Klimaschutz, der ist ganz, ganz wichtig. Tierschutz, genauso wie Feminismus. Aber ey, jetzt übrigens mein neuer Partner, macht mal bei dem McDonalds-Gewinnspiel mit. Da gibt es nämlich ganz viele tolle Burger. Und wenn ihr gerade dabei seid, kauft doch einfach mal den McQatar. Aber die WM, die ist übrigens ganz, ganz doof, ne? Also nicht gucken, aber McQatar, den wollt ihr doch, oder? Pass mal auf, ich will hier gar nicht den Moralapostel raushängen lassen und ich rede hier auch gar nicht rein, wie sie leben soll. Aber diese verkackte Heuchelei, meine Fresse, wie kann man denn so falsch sein? Alter. Die mimt immer die besten Werte und dass sie ja ach so bewusst ist, aber sobald sie auch nur die Note einer Banknote 5 Kilometer gegen den Wind wittert, geht die steil wie meine Katze auf den Laserpointer. Da schmeißt man halt einfach mal alles über Bord. Volle Steuer auf noch mehr Moneten. Was das Ganze auch noch dreckiger macht, ist, dass sie ja mehr als genug Vermögen hat. Sie ist in der Position, dass sie sich Sponsoren und Partner ohne Probleme aussuchen kann. Die bekommt wahrscheinlich mehr als genug Angebote. Wie kann man Shirin David in einem Satz beschreiben? Hier ist eure unglaublich charmante Hip-Hopperin. Luxus ist mein Leben. Eure Kritik interessiert mich nicht, denn mein Geld reicht mir nicht. Diese Frau ist schon eine haarige Angelegenheit. Apropos haarig. Die scheint wirklich einen dicken Pelz gegen Kritik zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das echt Pelz? Ja. Zumindest laut RP Online. So wurde getitelt, eine der umstrittensten Influencerinnen gerät aktuell aufgrund ihrer Werbekunden und wegen des demonstrativen Tragens von Echtpelz massiv unter Druck. Doch offensichtlich stört Shirin David der Trubel nicht. Tja, rollt der Rubel, stört mich auch nicht der Trubel. Ihr zweites Lebensmotto. Es ist halt wirklich so. In der Promophase, ich bin gerade genau das, was einen guten Ruf hat und sich schickt. Das bin ich. Ich bin dabei und ich bin ein toller Mensch. Nach Release, juckt mich nicht. Ich mach, was ich will. F*** euch. Eure Werte, alles, was ich vorher vorgegeben habe zu sein, denn das bringt mir jetzt kein Geld mehr ein. Jeder möchte Geld verdienen. Ich möchte das auch. Ich liebe es, Geld zu haben. Das tun die meisten Influencer. Aber es gibt einen Unterschied, ob man halt Business macht und auf legitime Art die Moneten mitnimmt, die es halt nun mal so abwirft, oder ob man vorgibt, jemand zu sein, um Sympathie zu erzeugen, weil man damit die Verkaufszahlen ankurbelt, obwohl man in Wirklichkeit das diametrale Gegenteil davon verkörpert und sich aktuelle Reizthemen einfach zunutze macht, um als Profiteur aus der Sache rauszugehen, ohne in Wirklichkeit auch nur einen einzigen Finger krumm gemacht zu haben. Unglaublich schäbig. Das ist so unglaublich schäbig und bezeichnend. Kein Wunder, dass du keine Zeit hattest, bei Fridays for Future zu partizipieren, wie du sagtest. Es muss halt auch unheimlich anstrengend sein, den ganzen Tag ein falsches Image zu leben, bis die Kameras aus sind. Denn wie wir sehen, Shirin David, eine Heuchlerin, zeigt ihr wahres Gesicht.